Hallo Mitmenschen, hier ist Werner Habel. Ich möchte heute ein Ereignis mit euch teilen, das mich sehr erfreut und bewegt hat und von dem ich glaube, dass es auch euch erfreuen und bewegen wird und dass ich vielleicht durch meine Sicht der Dinge noch mehr zur Bewegung und zur Freude dieses Ereignisses beitragen kann. Das Kloster Arenberg bei Koblenz hat gestern eine Lesung veröffentlicht, zuerst auf dessen Facebook-Seite, dann auf dessen YouTube-Kanal. Es handelt sich um eine Lesung von Frau Ursula Hertewig, Ordensschwester des Klosters, und Mirko Kussin, dem Macher und Betreiber der Agentur Text erfahren, ihres gemeinsamen Buches Zwei Sichten, erschienen, ich glaube, 2018. Die Lesung fand gestern statt um 20 Uhr, das war der 25.04.2020. Und ich hatte die Freude und die Ehre, dieser Lesung beizuwohnen mit ganz vielen anderen lieben Menschen. Gut, noch ein paar Worte zu dieser Besprechung, jetzt und hier inhaltlich und technisch. Ich habe mich entschieden, diese Besprechung in freier Rede vorzunehmen. Ich werde wegen dieser Besprechung des Öfteren um Worte und Gedanken ringen. Ich werde Zeit brauchen, um Gedanken und Worte fassen zu können. Es wird unangenehme, peinliche Pausen geben, Versprecher. Ich bitte, das zu entschuldigen. Vielleicht wird es auch zur Erheiterung beitragen. Dann ist das gut. Das wird es mir leichter machen, wenn das so ist. Ja. Mirko Kussin und Ursel Hertewig haben in ihrem Buch Zwei Sichten genau das getan, nämlich zwei Ansichten, ihre zwei Ansichten zu den gleichen Themen in Text gefasst, haben sich Gedanken gemacht, haben diese Gedanken in Text gefasst und haben dabei ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede gefunden und sie in Buchform mit uns geteilt. Ich möchte, bevor ich auf die Inhalte des Buches, bevor ich auf die Inhalte der Lesung eingehe, zuerst auf meine Erfahrung, auf mein Erlebnis dieses Ereignisses gestern noch kurz eingehen, dieser Lesung. Denn ich glaube, so wie sie durchgeführt wurde und so wie sie verbreitet geteilt wurde, ist ihre Form mindestens genauso wichtig wie ihr Inhalt, und deswegen möchte ich darauf näher eingehen. Für diejenigen, für die das jetzt im Moment nicht klar ist, wir befinden uns in Zeiten von Corona und dieses Buch wurde zwar nicht in Zeiten von Corona geschrieben, aber es wurde gestern in Zeiten von Corona vorgelesen und zu einer Zeit, in der eine traditionelle, eine gebräuchliche Lesung dieses Buches, wie sie ansonsten in einer Buchhandlung oder in einem Auditorium, in einem räumlichen Auditorium vor Publikum
stattgefunden hätte, nicht möglich war und ist. Und ich finde es sehr interessant, sehr spannend, dass diese Lesung gestern ins Internet getragen wurde. Wie gesagt, zuerst auf Facebook, jetzt auf YouTube. Und ich glaube, wir haben hier ein starkes, lebhaftes Beispiel dafür, wie die grundsätzlich traurige und schlechte und bedrückende Wirklichkeit namens Corona positive, belebende und nachahmenswerte Anstöße geben kann. Denn ich glaube, was gestern in dieser Lesung passiert ist, das ist ein Vorbild. Das kann ich jetzt kleiner und bescheidener nicht sagen. Das ist ein Vorbild, wie man auch in Zukunft und auch in einer Zukunft nach Corona solche Lesungen weiter anbieten und das Volk bringen, verbreiten, bewerben kann. Ich glaube, gestern wurde vieles richtig gemacht und sollte in Zukunft auch so, wie es gestern gemacht wurde, wiederholt werden. Gestern ist Kultur passiert. Gestern ist kultureller Austausch passiert. Aber im konkreten Bezug auf dieses Buch und seine Themen und auch auf die beiden Menschen, die dieses Buch gemacht haben mit seinen Themen, ist gestern auch, und das fand ich sehr einzigartig und großartig, gestern ist auch im Internet, auf Facebook, auf YouTube, ist gestern eine Form von Seelsorge passiert. Und ich glaube, da ist ein Punkt, bei dem es mindestens für Frau Hertewig als Ordensschwester, aber ich glaube auch für Mirko Kussin, interessant und spannend wird, dass hier Seelsorge die räumlichen Grenzen, die Corona schafft, überwinden kann. Und ich sage nochmal, gestern ist Seelsorge passiert in einer Form. Und auch diese Seelsorge in der Form, wie sie gestern gemacht worden ist, lässt sich in die Zukunft tragen, auch in die Zukunft nach Corona tragen. Und was den gestrigen Abend für Herrn Mirko Kussin vor allem auch interessant macht, obwohl das ist jetzt ein Punkt, der war gestern nicht einzigartig, der ist auch an anderer Stelle von anderen Leuten auch schon gewagt worden, erfolgreich gewagt worden. Aber das schmälert das gestrige Erlebnis nicht, die gestrige Erfahrung, den gestrigen Erfolg. All das wird durch die vorherigen Erfolge anderer Leute nicht geschmälert. Hier ist mal wieder bewiesen worden, dass hier übers Internet Inhalte transportiert werden können, kreative Inhalte transportiert werden können. Gestern ist das noch kostenlos passiert, gratis passiert, aber ich glaube, jedem, der das gestern erlebt hat, ist beim Erlebnis klar geworden, was wir gestern gehört haben, war so wertvoll in allen Bedeutungen des Wortes, dass man dafür auch in der Form, in der es dargeboten wurde, ohne Scham Geld verlangen kann. Und es gibt auch Möglichkeiten, diesen Geldwert in digitaler Form
im Internet einzufordern. Also manche Zuhörer werden jetzt vielleicht sagen, ich entwerte das, was gestern gemacht worden ist, indem ich da einen betriebswirtschaftlichen Aspekt reinbringe und das Ganze irgendwie nach den Möglichkeiten seiner Vermarktung bewerte. Ich bin überzeugt, dass ich das nicht entwerte, dass ich das nicht klein mache. Nein, ich sage nur, das, was gestern geboten wurde, war groß genug, war wertvoll genug, um dafür auch in der Form Geld erwarten zu dürfen als Gegenleistung. Und das auch in digitaler Form. Gut, ich habe jetzt diesen Teil. Der technischen, der ökonomischen Seite des gestrigen Vortrags. Ich habe diesen Teil, glaube ich, auch deswegen jetzt so lang gemacht, weil ich durchaus Respekt habe davor, vor der Herausforderung an mich selber, mich als den inhaltlichen Teil zu wagen, an die Besprechung des gestrigen Vortrags. Weil was gestern vorgetragen wurde, war so gehaltvoll, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass meine Gedanken da schon, meine Gedanken, meine Worte da schon wohl gewählt sein müssen, damit ich dem auch von der inhaltlichen Wertigkeit gerecht werden kann. Was wurde gestern vorgetragen? Natürlich ein Buch, natürlich Texte aus einem Buch. Aber was haben die inhaltlich umkreist? Ich nenne jetzt ganz prosaisch mal die Themen, die die Autoren gestern besprochen haben. Und zwar ging es da um Texte über die Begriffe von Heimat, Angst, Tod, Zukunft, Gott und Herrlichkeit. Nein, nicht Herrlichkeit, Entschuldigung, Heiligkeit. Der erste große Versprecher. Ich hoffe, es bleibt, was große Versprecher angeht, bei eben diesem. Jeder der beiden Autoren hat seinen persönlichen Text aus diesem gemeinsamen Buch zu jedem dieser sechs Themen vorgetragen. Heimat, Angst, Tod, Zukunft, Gott und Heiligkeit. Und jeder dieser Texte gibt eben die ganz persönliche Sicht, die ganz persönliche Erfahrung der beiden Autoren zu diesen Themen wieder. Und wie die beiden Autoren selbst erfahren wir als Zuhörer, als Leser, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der beiden Autoren in ihrer Erfahrung zu diesen Themen. Und ich kann an diese Besprechung dieses Vortrags gestern eigentlich gar nicht anders herangehen, als meine eigene Stellung zu diesen Themen irgendwie mitzuteilen, in Worte zu fassen, gedanklich einzuordnen. Ich glaube aber auch, dass es einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn ich jetzt wirklich bei jedem einzelnen Thema meine eigene Sicht dazu
in derselben Ausführlichkeit dargeben würde, wie das die beiden gestern getan haben. Zum einen habe ich dann das Empfinden, dass ich mich selbst und meine eigenen Ansichten da zu wichtig nehmen würde. Zum anderen bin ich aber auch überzeugt, dass ich dann, wenn ich das so Punkt für Punkt durcharbeiten würde, auf einer gewissen Ebene auch nicht wirklich Neues zum Thema beitragen würde. Deswegen möchte ich versuchen, in diesen sechs Themen oder aus diesen sechs Themen für mich, aber auch für euch und vielleicht sogar für die beiden Autoren einen siebten Begriff zu finden, zu benennen, der aus meiner Sicht diese sechs Themen miteinander verbindet, diesen sechs Themen Gemeinsamkeit gibt, aber auch das, was die beiden Autoren uns geben durch ihren Vortrag, auch vielleicht auf einen gemeinsamen Punkt bringt. Und der Begriff, der mir beim Hören des Vortrags, beim Zuhören immer wieder in den Sinn gekommen ist, als verbindendes, gemeinsames Thema, ist der Begriff Sinn. Sinn. Warum ist es dieser Begriff? Und ich hoffe, ich kann das erklären, warum die Begriffe Heimat, Angst, Tod, Zukunft, Gott und Heiligkeit für mich durch den Begriff Sinn miteinander verbunden werden. Ich denke, dass beide Autoren mit jedem dieser sechs Begriffe, mit jedem dieser sechs Themen im Grunde auch beschreiben, wie sie in ihrem Dasein, in ihrem Leben, in ihrem Erleben Sinn suchen schaffen, Sinn schaffen und damit auch letztendlich finden. Ich würde zum Beispiel, wenn man das jetzt mal einordnen möchte, wenn man da vielleicht gröbere Einordnung dieser Begriffe finden möchte unter dem Begriff Sinn, dann würde ich sagen, dass zum Beispiel Begriffe wie Heimat, Gott und Heiligkeit Begriffe sind, die Lebenssinn stiften können. Über diese Begriffe Heimat, Gott, Heiligkeit, über diese Begriffe lässt sich Sinn im eigenen Dasein stiften, schaffen, finden. Begriffe wie Angst, Tod, Zukunft lassen sich als Begriffe einordnen, die Sinnsuche, die Sinnfindung
erschweren und die einmal gefundenen Sinn im Dasein auch in Frage stellen können, Bedrohungen dieses Sinnempfindens in Frage stellen können. Und auf diesen beiden Achsen, also Begriffe, die sinnstiftend sind, über die man Sinn im Dasein finden kann, und Begriffe, die diesen Daseinssinn, diese Sinnfindung gefährden, bedrohen, erschweren können, kann man, denke ich, die Themen dieses Vortrags und die Themen dieses Buches einordnen. Und jetzt ist die Frage für mich, das ist jetzt meine ganz persönliche Frage als Zuhörer, als Leser, wo kann ich mich in den Betrachtungen, in den Erfahrungen, in den Erlebnissen der beiden Autoren wiederfinden? Wo können vielleicht auch die Ansichten, die Erfahrungen der beiden Autoren meine eigenen Gedanken zum Lebenssinn erweitern, in andere Richtungen stoßen, mir andere Blickwinkel öffnen? Weil ich denke, das ist eigentlich der Gewinn, den man aus Texten anderer Menschen zieht, dass es einen halt bereichert und in andere Richtungen stößt und Bewegungen ins eigene Denken bringt. Und das hat der gestrige Abend auf jeden Fall getan. Ich war in so vieler Hinsicht bewegt, aber auch gleichzeitig, und diese Gleichzeitigkeit ist halt auch möglich, ich war auch bestätigt. Ich habe mich auch wirklich wiedergefunden. Und es war halt auch nicht nur eine Erfahrung von, oh, das hast du jetzt so nie zuvor gehört oder das hast du jetzt so nie zuvor selbst gedacht, sondern es war auch in vieler Hinsicht sowohl eine Bewegung in neue Richtung als auch eine Bestätigung dessen, was ich in anderen Worten auch selbst schon gedacht habe, aber halt wieder neu erkennen konnte, aha, ja, Werner, jetzt hast du mal wieder einen neuen Begriff, eine neue Bestätigung für das, was du vorher schon geahnt, vermutet, gedacht hast, in Bezug auf die Sinnfindung, auf das Sinnerlebnis in deinem Leben. Und vielleicht versuche ich auch, die sechs Begriffe, die die Autoren gefunden haben, mit diesem Begriff Daseinssinn zu verbinden, weil das für mich ganz persönlich in meinem Leben immer wieder ein, ich nenne es Antriebsthema war und ist, über das ich mich immer wieder auch selbst erkenne und selbst weiterentwickle. Vielleicht bin ich auch gerade dabei, dieses Thema Sinn diesen Texten der beiden Autoren aufzuzwingen und ich versuche es darin zu finden und ich gehe in dem Versuch völlig an den Texten vorbei. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich vermute, dass es nicht so ist. Aber wenn ihr das der Meinung seid und wenn ihr ganz andere über
geordnete Themen in den Texten dort der Autoren findet, dann sagt mir das bitte in den Kommentaren und ich bin dankbar dafür, für jede weitere Anregung. Ich ertappe mich gerade dabei, dass ich eigentlich versuche, um das Thema herumzureden und mich vor dem Thema zu drücken, was ich eigentlich besprechen muss, wenn ich über die gestrige Vorlesung, die gestrige Lesung, Vorlesung, Lesung, sprechen möchte, was die für mich bedeutet, weil ich muss im Grunde darüber sprechen, was mich mit den Ansichten der Autoren verbindet und was mich von den Ansichten, von den zwei Sichten der Autoren trennt. Ich muss benennen können, wie sich diese zwei Sichten verhalten zu meiner dritten Sicht, zu meiner persönlichen Sicht. Und ich glaube, dass der beste Ansatz für diese Bestimmung meiner Position zu diesen Texten ist, dass ich die beiden Autoren und mich als Punkte auf einem Spektrum beschreiben. Auf der einen äußersten Seite dieses Spektrums möchte ich Frau Ursula Hertewig verorten. Ordensschwester im Kloster Arenberg bei Koblenz. Und als solche ich hoffe, ich wähle jetzt den richtigen Begriff. Als solche, ich möchte es mal so fassen, fest in ihrem Glauben. Fest, sicher, geborgen, warm in ihrem Glauben. Ich habe jetzt Worte rausgehauen, die mir, während ich ihr zugehört habe, halt spontan auch beim Zuhören gestern eingefallen sind, weil es eben gleichzeitig Begriffe sind, die Frau Hertewig für mich klar beschreiben und mir gleichzeitig auch ganz klar machen, wo wir zusammen sind und wo wir getrennt sind. Ich glaube, jeder Mensch, ist in seinem Leben mehr oder weniger bestimmt nach der Frage des Sinns seines Daseins. Also ich denke, man kann sagen, in dem Moment, wo wir aus dem Mutterleib gedrückt werden, fragen wir uns, auch wenn wir das in dem Moment noch nicht in diese Gedanken, in diese Worte fassen können, aber in diesem Moment, wo wir aus dem Mutterleib gestoßen werden, gedrückt werden, fragen wir uns, wo waren wir? Wo sind wir jetzt? Und warum sind wir jetzt nicht mehr da, wo wir waren? Warum sind wir jetzt hier? Das ist so die erste
noch völlig unbewusste, aber trotzdem drängende Daseinsfragen in unserem Leben. Der erste Moment, in dem wir uns die stellen. Und ich glaube, jeder Mensch ist von dieser Frage angetrieben. Und ich glaube auch schon diese erste Frage, ja, diese erste Frage verlässt uns auch nicht mehr. Also wir erinnern uns an diesen Moment, obwohl wir es gar nicht können, aber wir bauen uns eine Erinnerung an diesen Moment, weil wir merken übers Älterwerden, dass wir die Frage nicht loswerden bis zum Ende. Die Frage, woher komme ich, warum bin ich da nicht mehr, wo bin ich jetzt und warum bin ich nicht mehr da, wo ich war, sondern warum bin ich jetzt hier? Die erste existenzielle Frage. Und dieser letzte Teil der Frage, der bleibt als Antrieb über unseren ganzen Lebensverlauf bestehen. Dieses Warum, warum bin ich jetzt hier? Was ist der Sinn meines Daseins? Und während wir leben, wird diese Frage nach dem Sinn unseres Daseins immer wieder aufs Neue nach vorne getragen, durch Begriffe wie Heimat. Was ist meine Heimat? Wo finde ich Heimat? Wo bestimme ich Heimat? Was macht Heimat für mich aus? Diese Frage wird angetrieben durch die Frage, was macht mir Angst? Warum habe ich Angst? Wie kann ich Angst überwinden? Wo kommt Angst her? Die Frage der Angst ist ganz tief verbunden mit der Frage nach Tod, weil wir, je älter wir werden, desto mehr werden wir uns dem Tod in unserer Umwelt bewusst, erstmal als eine ferne Größe, eine Größe, die wir an Menschen wahrnehmen, die uns zuerst fern sind, die uns dann immer näher werden. Wir nehmen Tod wahr als Phänomen in der Außenwelt, dann im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie. Tod kommt immer näher. Und irgendwann begreifen wir, dass Tod uns selbst betrifft. Und wir begreifen, dass Tod für uns selbst eine unausweichliche Wirklichkeit ist. Der Tod wird kommen. Und der Tod wird, und da komme ich jetzt auch schon zu einem Punkt, wo Frau Hertewig und ich uns vollkommen gegensätzlich unterscheiden. Der Tod wird aus meiner dritten Sicht endgültig sein, das Ende. Welcher Sinn liegt in dieser Endgültigkeit? Liegt ein Sinn in dieser Endgültigkeit? Hier ist ein Punkt, wo Sinnlosigkeit am meisten Angst macht. Nirgendwo macht Sinnlosigkeit mehr Angst als in der offenen Frage nach dem Sinn der eigenen Sterblichkeit. Hier ist, glaube ich, ein Punkt, wo jeder Mensch fast schon, nicht fast, eigentlich ganz sicher, jeder Mensch
gezwungen ist, Sinn für sich zu finden und zu bestimmen, zu schaffen. Weil wenn wir die Tatsache der eigentlichen Endlichkeit für uns selber nicht mit Sinn füllen, welchen Sinn soll dann noch das Dasein machen bis zu diesem Punkt? Wir müssen an diesem Punkt Sinn schaffen, Sinn finden. Irgendwie. Bevor ich den Punkt benenne, wo ich glaube, dass Frau Hertewig und ich halt vollkommen gegensätzlich sind, und das ist keine persönliche Kritik an Frau Hertewig, das ist einfach nur eine Feststellung. Also ich habe ja gerade gestern in der Lesung mich absolut bewegt empfunden durch diesen Gegensatz, durch das Erleben dieses Gegensatzes. Ich habe mich gefreut, diesen Gegensatz nochmal formuliert zu finden, zu hören. Also nichts, was ich jetzt über die Ansichten von Frau Hertewig sage, ist ein Vorwurf oder eine Kritik. Es ist einfach nur, ich fühle mich lebendig in diesem Gegensatz. Und ich hoffe, dass Frau Hertewig auch unsere Gegensätze als etwas Lebendiges erlebt. Und diese Endgültigkeit des Todes, diese Unsicherheit, macht das Sinn? Wie macht das Sinn? Wo kann ich im Tod, in der Endgültigkeit Sinn finden? Ich habe schon erwähnt, das schafft Angst. Das ist ein ganz großer Motor von Angst. Und das schafft natürlich auch Angst in Verbindung mit dem Begriff Zukunft, weil Tod, der eigene Tod, ist natürlich auch das Ende von Zukunft. Da hat unsere Zukunft ein Ende. Es gibt diesen Satz, das Leben geht weiter als du. Also wir begreifen, dass die Zukunft, die noch kommt, auch ohne uns kommen wird, dass das nicht unbedingt unsere Zukunft sein muss. Aber wo ist der Sinn, uns mit Zukunft zu befassen, Zukunft zu planen, Zukunft zu erhoffen, wenn wir die Angst haben müssen, dass es nicht unsere Zukunft sein wird? Welcher Sinn ist da noch da? Wo finden wir den? Ja, und jetzt ist der Punkt gekommen, in den Themen dieser Lesung gestern, ist der Punkt gekommen, wo wir zu den Gegensätzen kommen. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte Frau Hertewig in meiner Besprechung der gestrigen Vorlesung beschreiben als einen Punkt an einem Ende einer Skala, auf der ich Frau Hertewig sehe, auf der ich Mirko Kussin sehe und auf der ich mich sehe. Und ihr Ende der Skala wird für mich bestimmt von den Begriffen Gott und Heiligkeit. Und das sind für Sie,
für Frau Hertewig. Zwei ganz starke für ihr Dasein sinnstiftende Begriffe. Sie bestimmt nicht nur in diesen Begriffen, aber sie bestimmt über diese Begriffe den Sinn ihres Daseins. Und ich wähle ganz bewusst an dem Punkt die aktive Form, sie bestimmt. Weil es ist meine Überzeugung, denn es ist meine Überzeugung, dass wir, jeder Mensch für sich, den Sinn unseres Daseins selbst bestimmen. In der Bedeutung, dass wir selbst entscheiden, was den Sinn unseres Lebens ausmacht. Und jede dieser Entscheidungen, die jeder Mensch für sich trifft, was den Sinn seines Lebens ausmacht, worin er Sinn für sein Dasein schafft, mit was er sich die Frage beantwortet, warum bin ich da? Wo war ich? Wo komme ich her? Warum bin ich da nicht mehr? Warum bin ich jetzt hier? Warum gehe ich irgendwann an dieses Ende und was ist danach? Warum macht dieser Weg Sinn? Warum macht der Punkt Sinn, wo ich jetzt bin? Jeder Mensch muss Begriffe finden, mit denen er Sinn für diese Fragen schafft. Ich glaube, ich bin überzeugt, wir werden krank. Wir werden geistig krank, bestenfalls geistig arm, wenn wir diese Fragen nicht jede für sich selbst beantworten, wenn wir da keine Antworten für finden. Weil wir Sinn brauchen für unser Dasein, um den nächsten Tag, die nächste Stunde als eine Hoffnung zu erleben, als eine Möglichkeit und nicht eben als eine Sinnlosigkeit. Und jetzt habe ich vielleicht ganz viel wirr hin und her gedacht und gesprochen. Ich hoffe, das hat für den Zuhörer irgendwo Sinn ergeben, aber ich glaube halt, dass man sagen kann, dass Frau Hertewig nicht nur über die Begriffe Gott und Heiligkeit, aber ganz stark über diese Begriffe den Sinn in ihrem Dasein gesucht hat, bestimmt hat und jeden Tag, jeden Moment in ihrem Leben, jede Sekunde in ihrem Leben den Sinn ihres Daseins über diese Begriffe aufs Neue bestimmt und lebt und damit in diesem Sinn dieser Begriffe für sich geborgen ist, fest ist. Und das meine ich mit der Formulierung fest im Glauben, sicher im Glauben, geborgen im Glauben. Und ich benutze jetzt auch diesen Begriff, ich werde den vielleicht gleich nochmal erklären, warm im Glauben. Weil die Wärme, die Sinn gibt, ist, glaube ich, nochmal ein Moment, der es wert ist, besprochen zu werden. So, damit haben wir jetzt einen Punkt an einem Ende einer Skala. Und jetzt bewegen wir uns zu der Mitte der Skala. Und da habe ich gestern in der Lesung für mich Mirko
Cousin erlebt. Ich möchte jetzt nochmal für die Klarheit meiner Zuhörer kurz sagen, dass Mirko Cousin ein Freund von mir ist, ein Freund aus der Schulzeit, der mir sehr nahe steht und der mein Denken und meine persönliche Sinnsuche sehr stark bereichert hat und angetrieben hat, und ich ihm dafür sehr dankbar bin, sowohl durch das, was uns verbindet, als auch durch das, was uns trennt. Und auch für ihn gilt jetzt in dieser Besprechung: nichts, was ich sage, ist ein Vorwurf. Ich will einfach nur beschreiben, warum mich die gestrige Lesung so bewegt hat, wie sie es getan hat. Und da gehören natürlich auch seine Standpunkte dazu. Ich beschreibe jetzt Mirko Cousin, und ich beschreibe Mirko Cousin so, wie ich ihn erlebe, gestern erlebt habe, vorher erlebt habe. Und es kann sein, dass meine Beschreibung völlig daneben ist. Das kann er mir gerne in die Kommentare schreiben. Das können mir auch die Zuhörer gerne in die Kommentare schreiben. Dasselbe gilt natürlich auch für Sie, Frau Hertwig, wenn Sie sich durch das, was ich gesagt habe, komplett missverstanden und missgedeutet fühlen, dann schreiben Sie mir das bitte. Mirko steht für mich deswegen in der Mitte dieser Skala. Ich sollte vielleicht die Skala mal benennen. Also ich glaube, dass wir auf dieser Skala ablesen können, auf welche unterschiedlichen Weise Menschen in ihrem Leben Sinn suchen, Sinn schaffen und Sinn finden. Und Mirko Cousin ist jemand, der, glaube ich, die Mitte auf dieser Skala bestimmt, weil er einerseits in seinem Erleben und in seinem Empfinden vieles nacherleben und nachempfinden kann, was Frau Hertwig für sich gefunden hat und findet, aber dass bei ihm, das ist meine Wahrnehmung, ein geneigter Zweifel bleibt, den er auch nicht auflöst. Und ich bin mir nicht sicher, ob er diesen Zweifel eigentlich auflösen will. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob er diesen Zweifel überhaupt auflösen kann. Ich glaube, dass er zum Teil über diesen Zweifel an der Sinnfindung von Frau Hertwig, dass er zum Teil über diesen Zweifel seine eigene Sinnfindung bestimmt. Dass sein Zweifel Teil dieser Sinnfindung ist, weil er sich halt nicht ganz für die Ansicht von Frau Hertwig
entscheiden kann, aber auch nicht will, aber sich auch nicht ganz davon trennen möchte. Ja, und das ist halt, das macht für mich den Reichtum seiner Persönlichkeit aus, den Wert, zum Teil den Wert, den er als Freund für mich hat. Weil er zum einen für mich so eine Brücke ist. Er schafft für mich eine Brücke in seiner Persönlichkeit zu den Ansichten von Frau Hertewig. Er ist aber auch gleichzeitig nochmal entfernt von meinen Ansichten und schafft für mich die Möglichkeit, mich selbst zu bestimmen, indem ich die Gegensätze zu ihm sehe. Weil seine Zweifel seine Fragen seine Ängste die Schwierigkeit und man hörte das gestern sehr deutlich, wie er immer noch stärker nach Heimat sucht, die Frau Hertewig für sich zumindest schon hörbar mehr gefunden hat. Ich glaube zwar, dass sie auch sagen würde, dass ihre eigene Suche nach Heimat nicht abgeschlossen ist, aber sie wirkt halt schon mehr angekommen in der Heimat, die sie für sich bestimmt hat, als das für Mirko Kussin möglich ist und noch viel weniger für mich. Und man spürt in Mirko Kussin die Sehnsucht nach dem Sinn. Man spürt in Mirko Kussin die Sehnsucht nach dem Sinn auf demselben Weg der Sinnfindung wie bei Frau Hertewig. Ich glaube, man konnte gestern hören, dass er schon geneigt ist, ihr auf diesem Weg zu folgen. Aber er ist auf diesem Weg noch nicht so weit, dass ich mich nicht mehr in seiner Suche, in seinem Zweifel, in seiner Zerrissenheit, ich mich nicht mehr wiedererkennen könnte, weil sie nicht da sind. Ja, und an dem Punkt komme ich jetzt zu dem, was ich eigentlich vermeiden wollte, immer noch vermeiden will. Ich muss halt über mich sprechen. Über meine Sinnsuche. Über meine Sinnbestimmung in meinem Leben, in meinem Dasein.
Und ich muss bei mir den Begriff Sinnfindung vermeiden, weil es bleibt bei mir bei der Sinnbestimmung. Und jetzt muss ich wirklich über mich reden, weil ich muss jetzt, also man ahnt es schon, ich bin das andere Ende des Spektrums. Ich bin ungläubig. Ich bin in meinem Denken agnostisch und in meinem Handeln, in meinem aktiven Leben atheistisch. Warum mache ich da einen Unterschied? Ich glaube, ich muss mit diesem Begriff behutsamer und aufmerksamer umgehen. Glaube. Glaube ist für mich nicht möglich. Ich habe mich entschieden, dass es für mich nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder Wissen oder Nichtwissen. Wobei das Nichtwissen die Grundeinstellung ist, der Normalzustand ist das Nichtwissen. Ich glaube, dass sich der Gottesbeweis, und jetzt wird es ganz theoretisch, ich bin überzeugt, dass der Gottesbeweis mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis nicht führbar ist. Das heißt, das Dasein Gottes ist mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis nicht beweisbar. Jetzt verstehe ich, wenn mir die Zuhörer sagen, gut, dann bist du Atheist. Dann muss ich aber Nein sagen, weil ich ebenso überzeugt bin, dass der Gegenbeweis des Daseins Gottes, also die Aussage, Gott existiert nicht, Gott ist nicht da, weil ebenso unmöglich ist mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis. Deshalb ist für mich der Atheismus ebenso eine Religion wie das Christentum, das Judentum und der Islam. Die Atheisten behaupten einen Beweis, den sie nicht geben können mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis. Und diese Überzeugung kann mich dann eben nicht zum Atheisten machen, muss mich zum Agnostiker machen. Nur, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, jeder muss für sich im Leben Sinn stiften und Sinn schaffen zu diesen Fragen. Warum bin ich da? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin und warum ist meine Existenz endlich und endgültig? Größter Unterschied zwischen mir und Frau Hertewig ist ja eben gerade der Punkt, dass es für Frau Hertewig diese Endgültigkeit so nicht gibt. Mein Dasein ist endgültig, davon bin ich überzeugt, weil ich mich entschieden habe, agnostisch zu denken, in meinem Bewusstsein agnostisch zu sein, aber mein Leben
so zu leben, dass ich atheistisch handle. Ich weiß also nicht, ob Gott da ist, aber ich handle in der Annahme, dass er es nicht ist. Das ist quasi meine Grundvermutung. Ein guter Freund von mir ist ein theistischer Agnostiker, das heißt, er lebt in der Grundannahme, dass Gott da ist, ohne es zu wissen. Das zu erklären würde jetzt zu weit führen. Wichtig zu wissen ist nur, dass wir, dieser Freund und ich, uns darüber eins sind, dass wir jeder für sich Sinn in unserem Dasein bestimmt haben. Für mich heißt das, dass ich meinen Sinn für Begriffe wie Heimat, Angst, Zukunft, Tod aus mir selber bestimmen muss. Denn das Leben, mein Leben begegnet mir mit einer grundsätzlichen Sinnlosigkeit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mein Dasein keinen Sinn hat außerhalb dessen, den ich selber schaffe, bestimme. Das Interessante für mich ist jetzt, dass ich in Bezug auf die gestrige Lesung, auf das Buch der beiden Autoren, auf ihre Themen feststellen muss, dass ich, um mich jetzt mal in Bezug zu setzen zu dem anderen Ende des Spektrums, dass ich eigentlich nichts, was Frau Hertewig gesagt hat, an sinnvollem, und da bitte ganz genau auf die Doppeldeutigkeit dieses Wortes hören und achten. Sie hat unglaublich viele sinnvolle Dinge gesagt, die ich eigentlich in ihren Endergebnissen alle unterschreiben kann. Nichts, was sie gesagt hat, trennt uns im Grunde. Nur, ich stelle fest, die Begriffe, über die sie zu diesem Sinn für sich kommt, und da sind Gott und Heiligkeit nur zwei. Ich weiß, dass sie ganz viele andere Begriffe noch hat, aber ich nehme jetzt die, über die sie gestern gesprochen hat. Diese Begriffe haben für denselben Sinn, den ich mit ihr in unserem Leben teile, also dieselben Sinnbegriffe, die uns beide verbinden, haben für mich eben keine Verbindung zu den Begriffen Gott und Heiligkeit. Die Menschlichkeit, die uns beide, Frau Hertewig und mich, verbindet, ist für mich nicht gegründet auf den Begriffen Gott und Heiligkeit. Und trotzdem bin ich ihr in diesen Sinnfindungen, in diesen Folgen dieser Sinnfindung, bin ich ihr nicht entfernter als ein
als eine Schwester oder einen Bruder im Glauben, in ihrem Glauben. Also ohne ihren Glauben zu teilen, komme ich für mein Leben zu denselben Folgerungen. Und Mikrokussin ist, indem er eigentlich, indem wie er seine Sinnfindung, seine Sinngebung beschreibt, genau zwischen unseren Ansichten liegt, ist er gleichzeitig die Brücke zwischen diesen Ansichten. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich glaube, ich hoffe, dass deutlich geworden ist, wie sehr mich der gestrige Abend bewegt hat. Ich glaube, ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, andere dazu anregt, Lesungen dieser beiden zu hören. Ich hoffe, es wird weitere Lesungen geben in räumlichen Möglichkeiten, wie auch im Internet weiterhin. Ich hoffe, dass andere angeregt werden, sich von diesen Lesungen, von diesen Texten, von diesen Ansichten, von diesen Zweisichten auch bewegen, erheitern und weiterbringen zu lassen. Und damit möchte ich enden. Und ich weiß, dass jetzt noch ganz, ganz viele Fragen offen sind und auch meine Gedanken noch nicht zu Ende sind. Ich hoffe, es hat trotz des wirren Gedanken und Redeflusses den Leuten Spaß gemacht und gefallen. Schlimmstenfalls hatten sie was zu lachen. Und damit passt auf euch auf, bleibt gesund und eine gute Zeit. Danke. Es wäre nicht Werner Habel, wenn da nicht doch noch ein Nachtrag kommen müsste, denn ich habe eine Frage offen gelassen, die ich nach eigenem Nachdenken nicht offen lassen darf. Und diese Frage ist, ja, Werner, wenn du von der Sinnlosigkeit deines Daseins ausgehst und davon ausgehst, dass du Sinn selber schaffen musst, dass es keinen Sinn in deinem Dasein gibt, in deinem endgültig endlichen Dasein gibt, außerhalb dessen, was du selber als Sinn bestimmst. Woraus ziehst du dann diesen Sinn? Weil du bist ja kein leeres Gefäß und irgendwo musst du diesen Sinn ja herbekommen. Irgendwo müssen ja die Ideen herkommen, aus denen du diesen Sinn ziehst. Und wenn ich das jetzt in allen Einzelheiten erklären müsste, dann würde das nochmal mindestens eine Stunde dauern. Im Kurzen kann ich sagen, dass ich 48 Jahre gebraucht habe, um meine spirituelle Heimat als atheistischer Agnostiker zu finden und diese spirituelle Heimat, aus der ich meinen Sinn in meinem Dasein ziehe und diese Heimat, die mir die Begriffe gibt, um diesen Sinn zu schaffen in meinem Dasein, das sind die Lehren der antiken Stoa. Und ich möchte da jetzt nur als eine Quelle nennen Marc Aurel, der römische Kaiser, der seine Meditation geschrieben hat als Tagebuch. Nachfolgende Generationen haben darin das
eines der Hauptwerke der Stoa gefunden. Andere Autoren der Stoa versuche ich gerade zu finden. Ganz kurz nur neben Marc Aurel. Kann ich noch empfehlen. Google jetzt buchstäblich. Ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Begründer der Stoa, Zenon von Kition. Dann Seneca, Musonius und Epiktet. Wem das jetzt alles zu theoretisch ist und wer das für sich mit Begriffen füllen möchte, wenn ich gebeten werde, die Stoa und was sie für mich bedeutet, zu beschreiben, dann fällt mir als bester Vergleich ein, es ist eigentlich eine europäische Form von Buddhismus. Also es geht, die Stoa geht in ihren Erkenntnissen in dieselbe Richtung wie der Buddhismus, aber mit den Begriffen und mit den geschichtlichen Bedingungen der europäischen Geschichte und der europäischen Ideengeschichte. Ich fand das noch wichtig, nachzutragen, weil es zum Ende meines ersten Teils völlig unklar geblieben ist, ja, wenn du deinen Sinn in deinem Dasein nicht aus Religion ziehst, aus was dann? Und die Antwort ist, ich versuche ein guter Stoiker zu sein. Nochmals danke und eine gute Zeit. Ciao.